Ui, das sieht gut aus. Tim. Ich park hier mal. Ja, ich bin's noch mal. Hallo, Helmut. Jobagentur. Ja, ich bin's noch mal, Helmut. Ja? Eine Frage, ich bin jetzt hier ja, in so einer Straße mit roten Autos. Eine Straße mit roten Autos. Ja, bin ich hier richtig? Alles Keine rot. Ahnung, in welcher Straße Sie sich befinden, ja, Ja, ich weil bin irgendwo hingefahren jetzt. ja, Sie sollten dahin fahren, wo die Garage ist. Wie meinst du das? Ja, wie ich dir gesagt habe, Ja, die das. Verwahrstelle. Die Hey, Verwahrstelle. Oh, hier hier ist kommt Jungs jemand. und Opa. Hallo, Hallo. hallo. Hey, wer bist du? Was machst du hier? Bin der Helmut. Helmut bist du? Aha, und was kann ich für dich Ich leg tun? mal kurz auf, Arbeitsamt. Was für ein Arbeitsamt? Nee, ich hab grad telefoniert. Ich such die Stütze. Stütze? Ja, die ist nicht hier. Okay, was ist das hier? Was das hier ist, das ist meine Hut. Was ist denn das? Das ist mein Zuhause. Ach Und du bist hier. so. Und du bist einfach in mein Zuhause reingefahren. Das ist vielleicht keine gute Idee, hä? Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Es tut mir leid. Wer bist du? Das geht dich gar nichts an. Okay. Soll ich jetzt fahren? Ich glaube, Ey. das wäre ich glaube, das wäre eine gute Idee, ja. Kannst Wenn du du dich jetzt ruhig aus fährst. Hand nehmen, Hilfe! Ich will nicht sterben. Meine Fresse, da kommen sie gerade aus der Hütte und da hast du es hier nur mit Vollidioten zu Ich tun. krieg das Auto nicht. Ah, Soll ich jetzt. dir helfen? Nee, 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 Hilfe. Nee, alles gut, alles gut. Hilfe. Entschuldigung. Sehen, dass ich vielleicht noch mal eine kleine Pause einlege. Ja, mach das ruhig. Hab mal eine Frage. Was? Ja? Muss man dringend einen Stuhlgang erledigen? Was? Ja, wo Was? gibt's denn eine Toilette? Im PD gibt es eine Toilette. Fragen Sie die Leitstelle. Oh ja, perfekt. Ja, kein Ding. Oh, ist das hier unordentlich. Hey. Wer Ja, schreit aber denn hier so bitte rum die aufhören ganze jetzt. Ja, ich. Ja, können Sie vielleicht mal damit aufhören? Warum? Ja, weil es nervt. Wieso nervt Ja, weil ich Sie durchs das? ganze PD höre. Ja. Entschuldigung. Ja, gut. Okay. Tschüss. Ich habe keine Ahnung. Sieht ja schon besser aus. Ja, geradeaus und Sie haben die freie Auswahl. Okay. Ein, zwei oder drei. Wenn du richtig stehst, siehst du, wann das Licht angeht. Atlas gelandet. Hilfe, Kurve. Ui, die sind aber schnell da. Hallo. Hallo? Hören Sie mich? Ja, wieso nicht? Was ist denn los? Bisschen schwer gefahren sind Sie, der Herr. Bitte was? Geht's Ihnen Ja. gut? Nee, ich hab Sie nicht verstanden, deswegen bitte was. Sie sind ein bisschen sehr schnell gefahren. Ja, sehe ich hier nicht. Das Tacho ist kaputt. Das geht nicht mal hoch und runter. Dann müssen Sie es reparieren, dann ist das Fahrzeug nicht Ich steig straßentauglich. mal aus. Ja, aber ich habe da schon Felgen gekauft. Kommen Sie mal vor das Fahrzeug. Ja, was gibt's denn da? Es geht nicht mitunter darum, dass ich mich besser mit Ihnen unterhalten kann als zwischen Ja, den Fahrzeugen. stimmt, ja. Und Geben nun? Sie mir mal bitte einen Ausweis. Ja. Und den Führerschein auch gleich. Ja. Ja.
Ja. Na. Der Führerschein ist eine Karte. Nein, das ist ein Führerschein. Da ist mein Passbild. Hier, sehen Sie, klappt immer auf. Da ist mein Passbild. Und hier ist das Ausstellungsdatum. Und da steht die Fahrzeugklasse. Damit konnte ich bisher überall fahren. Konnten Sie? Ja. Für mich gilt dieser Ausweis nicht. Ich möchte den PKW-Führerschein in Kartenformat. Jetzt Ausweis? Ich komme hier nicht hinterher da. Den Führerschein zum Fahren von Autos. Ja, den habe ich Ihnen gerade gezeigt, zum Aufhalten da. Nee, nicht den zum Aufhalten, denn der ist ungültig heutzutage. Wieso? Den in der Kartenform. Nein, aber den habe ich doch schon gemacht, den Führerschein. Ja, dann zeigen Sie mir den. Ja, den habe ich vor 35 Jahren oder so gemacht. Ja, dann müssen Sie mal erneuert haben. Sie bekamen demnach irgendwann mal einen Brief vom Staat, ja, dass der in Papierform nicht mehr gültig ist. Weiß ich nicht, ich habe nie mein Postfach geleert. Was ist denn jetzt los? Sie kriegen einfach eine Buße. Nach Paragraph 13 der Straßenverkehrsordnung. Ein was? Fahren eine Buße, ein Bußgeld. Das ist ein. Okay, ja. Wie viel? Fahren ohne Führerschein $560. So viel Geld habe ich gar nicht auf dem Konto. Ey. Ja, dann wird es eine Sache. Oh Mann. Was? Gefängnis? Ja. Wie? Was? Ich. Wie? Sie müssen wissen, ich wohne hier noch nicht so lange, ich wusste das nicht. Wie lange wohnen Sie schon im Staat? Vor 2 Wochen bin ich eingereist und habe mich nur im Hotel aufgehalten, weil mir das zu kriminell war hier. Also ich war nie draußen. Okay. Jetzt war ich unterwegs zum Einkaufen. Ja, und jetzt kommen Sie. Nee. Ja, für diesen Staat gilt der nicht. Nee, Hilfe! Hilfe! Bleiben Sie stehen. Hilfe! Die wollen mich festnehmen. Ja, ich will Sie fest. Nein, bitte. Ui, ei, nicht so reißen. Kommen Sie mal von der Straße unter, Herr Ernst. Ja. So. Oh. Wenn sie weglaufen, ist das auch noch Widerstand gegen die Straße. Ja, jetzt wird die Straße noch teurer. Wieso? Weil sie jetzt von uns weggelaufen sind. Ja, und Jetzt kommt Widerstand dazu, das wären dann nochmal 700 auf die 560. Was? Das ist doch Schikane. Das geht mir hier zu weit. 1, 2, 3. Das geht mir hier zu weit. Macht ihnen das Spaß, Rentner zu schikanieren? Ja, Freeze, Dudley, komm RP rein. Kommen Sie mal bitte zurück. Ja, was denn? Nicht rausgehen. Okay, ja. Herr Ernst. Ja. So. Ich habe jetzt mit einem Kollegen mich beraten. Ja. Da Sie bei uns nicht aktenkundig sind und somit nicht vorbestraft, bin ich der Meinung, dass Sie die Chance bekommen sollen, Ihren Führerschein, also sich einen vorläufigen Führerschein holen und den hier bei uns vorzeigen können. Ja. Den Widerstand gegen die Staatsgewalt können wir Ihnen leider nicht erlassen. Das ist das sind $700 Strafe. Ja, das habe ich auf dem Konto. Gut, wunderbar. Dann wird der Kollege Ihnen das das in Rechnung stellen und dann. Melden Sie sich bitte bis morgen. Ein sehr kompetenter Polizist. Mit dem Führerschein an der Leitstelle. 17 Uhr, ich hab doch kein Auto. Hoffentlich ist es offen. Ja, ist offen. Ja, danke. Raus. Tschüss. Dort bekommen Sie den Schein. Ja. Tschüss. Ui, nee, euch kenne ich weg. Hallo. Hey, Polizei! Ey. Ui. Hey, du bist doch der Penner, der eben bei uns an der Hut war, hey, oder? Ja, ich bin noch weggefahren. Ja, was machst du hier? Verfolgst du mich? Nein, ich wollte einen Führerschein. Die sperren mich sonst ins Gefängnis. Warum das denn? Ja, die haben mich angehalten. Die wollten meinen Führerschein. Führerschein.
Überschallen. Wie alt bist du? 55. 55? Ja. Je nachdem, wie lange eingesperrt wird, kann es sogar wirklich lebenslang sein. Ja, und dann bin ich weggehumpelt und dann haben die gesagt, ich bin kriminell und soll für 3 Stunden ins Gefängnis. Du siehst ja auch wild aus wie so ein richtiger Krimineller. Warum? Ja, weil du... Das Hemd und die Hose, das passt genau. Dran. Ja, warum steht hier so? Ich hab nichts gemacht. Wir stehen doch einfach nur hier. Ich poller mich gleich ein. Das will ich sehr machen. Nee, hört auf. Hilfe! Ich will auch nur einen Führerschein. Okay, komm, ich lass dich raus. Ja, bitte. Ich lass dich raus, kleine Maus. Ich weiß gar nicht, wohin ich laufen soll. Was ist passiert? Du bist nur 55, hört sich aber an wie 100. Ja, viele Jahre Whisky und viel Zigaretten. Das ist eine gute Einstellung. Ja, aber hab ich nicht mehr gemacht. Ja. Musste aufhören, sonst wäre ich gestorben. Ja, so siehst du auch aus, halbtot. Wieso? Weiß ich, siehst du aus wie 100. Ich sehe aus wie Britney Spears in männlich. Kannst du auch so tanzen? Weiß nicht. Willst du mal probieren? Muss ich? Nee. So. So. Oder so. Warte, guck mal, er tanzt. Na gut, ist hier was auf. Das klingt so, als würde der jeden Moment scheißen müssen. Nee, ich war kacken im Pidi. Hast du den Laden richtig schön vollgeschissen? Ja, ich hab laut gekackt und dann. Das klingt aber immer noch so, als würdest du dir ein Würstchen wegkacken. Nee, und dann hat eine Polizistin gerufen: Nicht so laut da kacken, wer auch immer da kackt. Okay. Wie kann man denn laut oder leise kacken? Na, immer wenn ich fertig bin, sag ich, der Adler ist gelandet. Führerschein vorzeigen. Ja, ich war vor 10 Minuten schon hier, da war keiner da, Pisser. Ja, war vorher bei mir auch. Ich bin ja auch schon 20 Minuten hier und stehe hier oben. Posten das und dann ist keine Sau da. Njam, 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 njam. Richtig dumm. Oh, njam, njam, njam. Voll. Maga, wenn du noch weiter hinter mir rumschnummerst, hau ich dir eine rein, du Panner! Hey, bleib ruhig! Ey! Nee, rappel mich mal nicht an. Nee, hör auf damit! Aber knapp, ne? Was war. Willst du noch eine haben? Nein, nein! Hey, du hast... Ey, ich stand hier vor dir. Scheinbar nicht. Doch! Scheinbar nicht. Ey! Genau, Opa gegen Opa. Opa-Kampf! Ich trinke erstmal was. Boah, Alter, ist das im Ernst? Meine Fresse, Alter, das hörst du ja plätschern, wenn das da reinläuft. Ich lauf gleich mit mir raus. Lange nichts getrunken. Ja, du bist ja hohl wie ein. Was denn hohl? Boah, Alter, hast du Kehlkopfkrebs oder was ist da los? Nein, das ist also nicht gesunder. Was bist du denn für ein Veteran?